Hallo und herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt in Ulm. Super, dass ihr hier seid. Wir haben einen vollen Raum. Ich freue mich und herzlich willkommen auch an alle Zuschauer, die uns vielleicht hoffentlich jetzt im Livestream zuschauen. Mein Name ist Juka, ich organisiere Jugendhakt in Ulm und das ist Stefan. Für alle Eltern, Freunde, Zuschauer, die jetzt nicht mit uns am Wochenende dabei waren, was ist denn eigentlich Jugendhakt? Was ist das, wo Ihre jetzt schon gar nicht mehr so jungen Kinder das ganze Wochenende verbracht haben und gehackt? Jugendhakt ist ein Hackathon für junge Menschen von 12 bis 18 Jahren unter dem Motto mit Code die Welt verbessern. Wir haben etwa 48 Stunden Zeit und haben mit um die 50 Teilnehmern 11 Projekte umgesetzt und das in nur 48 Stunden. Wir beginnen freitags mit einem Brainstorming und entwickeln erstmal überhaupt die ganzen Projektideen. Und dann haben wir noch einen Tag Zeit, das Ganze technisch umzusetzen in Software und in Hardware. Und ich bin schon super gespannt, was dabei rausgekommen ist. So, Jugendhakt ist auch nicht nur in Ulm, sondern wir sind ein ganzes Netzwerk und mittlerweile haben wir in 2017 jetzt 11 Events in vielen Städten. Also und gerade ist auch noch, wenn ihr jetzt nicht genug kriegen könnt, dann ist die Anmeldung für Berlin und Halle gerade offen. Also hint, hint. Genau. Und wir hatten alleine schon 2016 bundesweit 445 Teilnehmer und dieses Jahr werden das bestimmt noch mehr geworden sein. Und ich freue mich ganz besonders, da wir ja wirklich nicht um des Programmierens Willens programmieren wollen, sondern eben mit Code die Welt verbessern wollen. Uns auch wichtig ist, warum wir das tun und mit welchem Hintergrund, für wen wir das tun. Freut es mich sehr, dass wir letztes Jahr auch den Deutschen Engagementpreis gewonnen haben in der Kategorie Demokratie stärken. Genau. Und von wem wird Jugendhakt eigentlich gemacht? Das ist ein Programm der Open Knowledge Foundation und von Mediale Pfade, in einer Medienbildungsagentur. Und hier in Ulm sind wir natürlich im Verschwörhaus und sind da auch Mitveranstalter von. Ja, also an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Genau, so eine Veranstaltung ist nicht möglich, ohne dass wir da Unterstützung erfahren. Wir hatten dieses Jahr großartige Vor-Ort-Unterstützung. Wir kamen ja in den letzten zwei Jahren aus der Universität raus, wo alles vor Ort war, jetzt mit der ganz neuen Herausforderung hier unten in der Stadt. Und sowohl die Uni, die uns unter die Fittiche gegriffen hat, wie auch meine neue Heimstelle, die Stadt Ulm mit all ihren Tochtereinrichtungen und so weiter, die rechts und links rangekommen ist und der Unternehmerinitiative Ulm Digital, die dieses Wochenende und vor allem auch die folgenden Events, die jetzt übers Jahr auch noch stattfinden werden, im kleineren Rahmen ermöglicht haben. An der Stelle würde ich ein sehr großes Dankeschön. Das wäre so nicht möglich sonst. Ja, und da ist die Frage, was ist das für ein Verschwörhaus? Ja, das heißt wirklich so, mit dem Pfarrer vorne dran, neben dem historischen Schwörhaus. Der Hintergrund ist, wir haben das am Wochenende mal aufgedröselt, es ist ja eigentlich bei Jugendhakt entstanden. Als das erste Mal oben an der Uni war, war man hinterher zusammengesessen und die Jury tagte in dem 3D-Druckerraum und so weiter. Und wir sagten, sowas braucht es doch unten in der Stadt, dass man sowas auch nicht nur einmal im Jahr machen kann, sondern die ganze Zeit über. Und tatsächlich wenig später, quasi nur eineinhalb Jahre später, ein Jahr später, war das Haus da, direkt gegenüber. Wer nachher mal durchgucken will, kann sich's auch mal anschauen, wo wir einfach einen Ort haben, wo kreativ gesponnen werden darf, wo rumprobiert werden darf und wo zum Beispiel auch eingerichtet werden kann, dass wir hier mit 100 Mbit im Publikum noch mittwittern und schreiben kann, wenn man das Passwort weiß. Genau, und was wir dort machen, ist Digitalisierung,
also so richtig. Das ist ein Originalbild von da drüben, das gehört nämlich auch dazu. Nee, es geht wirklich darum, Digitalisierung, das sind die großen Buzzwords, die großen Schlagworte, die in der Gegend rumgeschmissen werden. Und bei uns geht es darum, dieses, was da alles kommt und was da vorangeht, greifbar machen, erlebbar zu machen und vor allem zugänglich zu machen. Weil in der Hacker-Szene sagt man immer ganz viel, dezentralisiert euch und so weiter. Informatik ist Macht, Code ist Macht im Endeffekt. Und diese Macht möchten wir auf ganz viele Schultern verteilen, damit es nicht nur ein paar wenige sind, die diese Macht in der Hand haben. Und so von wegen Digitalisierung. Wir haben einen Hashtag auf Twitter. Haben wir die Accounts Jugendhakt und Jogtakt Ulm. Und das sind auch unsere Hashtags. Also wenn ihr Twitter habt, dann gerne fleißig von dieser Veranstaltung twittern. Also hier nochmal die Hashtags. Und ansonsten will ich gar nicht so lange erzählen, denn diese Veranstaltung ist eigentlich für euch, unsere tollen Jugendlichen, unsere F-Projekte, die Wahnsinniges geschafft haben. Und ich sage Bühne frei und freue mich sehr auf Hajo und auf Biene, die uns durchmoderieren werden. Hallo. Hallo, danke schon mal für diesen Applaus. Hebt euch das noch ein wenig auf für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die haben den Applaus gleich doppelt und dreifach verdient. Kurz zu uns, ich bin Hajo, ich bin hier Mentor bei Jugendhakt. Hallo, ich bin Sabine, ich bin hier Mentorin bei Jugendhakt. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein mit dem ersten Team. Das erste Team, das ich hier auf die Bühne bitten möchte, ist das Team Emoji Chat. Dieses Team hat sich Gedanken gemacht über das Thema Gesellschaft, Rassismus, Vorurteile. Und es ist ja so, dass die Vorurteile und Ressentiments, die auch in unserer Gesellschaft nach wie vor da sind, ja auch in unsere Sprache einsickern und in der Kommunikation ihr Unwesen treiben. Und dieses Team hat sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man die Kommunikation wenig ändert? Kann man aus der Kommunikation Dinge rausnehmen, die für Ressentiments sorgen? Und jetzt übergebe ich das Wort an euch. Hallo, auch erstmal von uns, vom Team Emoji Chat. Das sind zu einem Oliver, Lena, Tim und Zoe, die leider heute nicht da sein kann. Allerdings grüßen wir sie und danken für ihre Mithilfe bei dem Projekt auch. Ja, was ist Emoji Chat? Es ist ein Chat, in dem man sich hauptsächlich, also ausschließlich fast nur mit Emojis unterhält. Was den Vorteil hat, ist, kann Sprachbarrieren überwinden, weil sich manche Menschen trauen sich halt nicht so, auf Menschen zuzugehen und mit denen zu sprechen. Also ist das vielleicht eine von vielen Möglichkeiten, wie man das vereinfachen kann. Und ein weiterer Vorteil ist, man achtet nicht so auf das Aussehen, weil man sieht die Person nicht und man weiß auch nicht, wo kommt sie her, sondern man achtet halt auf den Charakter. Genau, unser Projekt, das wurde ja schon gesagt, ist ein Chat und in diesem Chat bekommt man zufällig einen Chatpartner zugeteilt. Das heißt, man weiß wirklich nicht, mit wem man da gerade chattet. Außerdem gibt es halt vorgefertigte Fragen, damit wollen wir halt vermeiden, dass es irgendwelche beleidigten Schimpfwörter oder sowas in die Kommunikation eingebracht werden. Und die Antwort besteht dann aus Emojis, das heißt, man muss mit Emojis antworten. Und dann haben wir hier auch noch ein, wie das aussieht dann. Also hier zum Beispiel, also man kann da eine Frage stellen und dann wurde mit dem Emoji geantwortet. Und ich stelle zum Beispiel eine Frage, also wir haben hier verschiedene Kategorien, also zum Beispiel Freizeit und Interessen. Dann frage ich mal, liest du gerne? Und dann... Ich bin in diesem Fall der anonyme Teilnehmer, der mit ihr chattet. Und kann dann ein Emoji senden, allerdings auch eine Gegenfrage, zum Beispiel, was liest du? Genau, und so funktioniert das, unser Chat. Die Visualisierung der Seite haben wir mit HTML und PHP gemacht, also das, was man eben gesehen hat. Dann der Chat selber funktioniert im Hintergrund mit JavaScript. Und die Emojis und die Text-Snippets, die sind in einer Datenbank von MySQL gespeichert, mit der wir es auch alles verwalten.
Und jetzt das Thema von JugendHackt ist natürlich, wie kann man mit Code die Welt verbessern und was haben wir dazu beigetragen? Zum einen dient diese Kommunikationsseite dem Abbau von Vorurteilen, dass sich die Menschen offener und freundlicher begegnen können, ohne etwaige Vorurteile. Und die Kommunikation wird durch vorgefertigte Fragen und Emojis sehr stark verbessert, weil, wie schon vorher erwähnt, keine Schimpfwörter oder ähnliche beleidigende Dinge eingebaut werden können. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Und das war unser Projekt. Danke fürs Vorstellen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich würde es unbedingt gerne noch selber ausprobieren. Ich hoffe, da habe ich nachher noch die Chance dazu. Als nächstes auf die Bühne bitte ich die Gruppe Catastrophe Rescue Map. Kommt gleich mal nach vorne und stöpselt euch an. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Die haben sich damit beschäftigt, wie man in Katastrophenfällen Leuten möglichst gut helfen kann. Katastrophenfälle, wenn man gerade mal in die USA, die letzten Hurricane-Überflutungsszenarien sich anschaut, da findet Kommunikation sehr verstreut und chaotisch statt. Das macht Rettung sehr schwierig. Und diese Gruppe möchte das vereinfachen und möglichst gut darstellen für Retter und Betroffene. Also, wie die Sabine schon gesagt hat, das Problem, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist, dass in Notfällen, die Retter teilweise nicht wissen, wohin sie müssen. Wo Leute noch sitzen und nicht weg können und einfach verschüttet sind oder sowas. Und deshalb wollten wir was entwickeln, damit die Betroffenen sich sozusagen bemerkbar machen können. Damit man weiß, wo sie sind und dass potenzielle Retter auch dahin kommen können. Ja, und das ist das Ergebnis. Die Catastrophe Rescue Map, kurz CMR, ist eine Map, auf der jeder, der eine Internetanbindung hat, seinen Standort posten kann. Dazu noch quasi seine, ist er verletzt, wo bist du verletzt, sind andere bei dir, wie ist der Ort erreichbar. Gerade bei Hochwässern ist es ja meistens so, dass man nicht mit dem Auto hinkommt und Boote auffahren muss oder so. Ja, das kann man alles posten und sich für andere eben bemerkbar machen. Das ist auch für die Retter dann nützlich, weil einzelne Retter posten können, da gehe ich hin, da muss kein zweiter hin. So, dass am Ende nicht 2-3 Rettungsteams vor einem Verletzten stehen, der eigentlich nur eins gebraucht hätte. Genau, dann die verwendeten Quellen von uns waren einmal, wir haben Wetterkarten genommen, 2 verschiedene, einmal mit Wind und einmal mit Niederschlag. Von Mapbox und dann haben wir noch eine Straßenkarte als Grundkarte genommen und die ist von OpenStreetMaps. Genau, dann wir haben das Ganze mit JavaScript und und HTML gemacht und dazu haben wir, um das uns ein bisschen zu lernen, haben wir Leaflet verwendet. Genau, dann die Icons haben wir selber gemacht. Ja, und das Ganze läuft auf einem lokalen Webserver. Hier sehen Sie noch ein paar von vielen Icons, die verwendet werden können, um Punkte auf der Karte zu markieren oder zu markieren, wie man zu diesen bestimmten Punkten kommt. Schauen wir uns das Ergebnis doch mal an. Genau, also das hier ist jetzt unsere der lokale Webserver. Das sieht man hier, wir haben die Karte. Die richtet sich quasi nach dem GPS des Geräts aus. Und dann können wir hier sagen, was wir auf die Karte drüberlegen wollen. Zum Beispiel hier die Wetterkarte mit dem Regen oder mit dem Wind. Und wenn man jetzt weit rausgeht, sieht man auch, dass dann so lilane Schlieren kommen oder. Ja, dann sieht man so lilane Schlieren. Das sind dann zum Beispiel, wo viel Wind ist oder blau, da sind dann ist viel Regen. Genau. Dann
Wir haben links dann zwei große Fenster, einmal mit I am needing help. Wenn man den drückt, dann kommt da, wo man gerade ist, ein Punkt. Zum Beispiel jetzt hier in Ulm bei uns. Und dann kann man quasi noch sagen, ich kann helfen. Dann wird der Punkt grün. Oder here is food zum Beispiel. Dann kommt so ein Essenssymbol und das kann man dann auch woanders hinziehen. Oder es gibt auch noch, hier ist medizinische Versorgung, Equipment und hier ist ein Sammelpunkt. Und das sind eigentlich so die großen Sachen, die wir hatten. Genau. Dann ganz unten haben wir auch nochmal, von wem das Projekt ist und halt drei Links zu Spenden von Katastrophenhilfsorganisationen. Ja, das wäre unsere Präsentation gewesen. Vielen, vielen Dank für diese tolle Präsentation. Hier baut schon das nächste Team auf, das Team AIO Security. Und es ist ja so, ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass das Internet auch Gefahren birgt, die Gefahr, überwacht zu werden, die Gefahr, dass Leute unsere Informationen mitschnüffeln, die das gar nicht sollen. Und wir alle sind uns bewusst, dass es da eine Menge Sicherheitsvorkehrungen gibt, die man treffen sollte. Aber nicht immer ist es einfach und bequem, diese Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Und oft fehlt es auch an der Sachkenntnis. Und dieses Team hat es jetzt auf sich genommen, vieles an Fachwissen einfach in eine kleine Hardwarebox zu packen, die man einfach anschließen kann und benutzen kann. Genau. Wir sind das AIO Security Team. Scheiße. Ja, kann ich? Ah, okay. Genau. Wir sind das AIO Security Team und AIO steht für All-in-One Security. Und unser Projekt ermöglicht, einfacher eine sichere Internetverbindung herzustellen. Die meisten von uns, wenn nicht sogar gar alle, besitzen ein WLAN-fähiges Gerät, zum Beispiel ein Smartphone, Tablet oder Notebook. Häufig wird an beliebten Standorten, zum Beispiel Hotels oder Cafés, ein frei verfügbares WLAN-Netzwerk angeboten. Der Nachteil daran ist, dass wirklich jeder dieses WLAN-Netzwerk benutzen kann, weil es meistens offen ist. Problematisch dabei ist, dass Menschen mit krimineller Energie dementsprechend dass Menschen mit krimineller Energie dementsprechend, zum Beispiel wenn man über das Netzwerk Online-Banking machen möchte, die Online-Banking-Daten auslesen können. Und wir probieren das zu verhindern und erklären Ihnen im Folgenden unseren Lösungsansatz. Genau dazu haben wir hier ein... Okay, sieht man nicht. Da haben wir einen Raspberry Pi 3 genommen. Und der baut eben einen Access Point auf mit einem verschlüsselten WLAN, genau. Das ist der Raspberry Pi 3 und der baut hier eine verschlüsselte WLAN-Verbindung auf zum Benutzer. Und dann laufen auf einem Raspberry Pi verschiedene Dienste und dann tut halt letztendlich der Raspberry Pi die Pakete weiterleiten und dann über das LAN zum Router und von da aus ins Internet. Und das Ganze ist dann relativ, also eigentlich schon anonym. Und das hat auch den Vorteil, dass dann die Dienste nur auf dem Raspberry Pi benötigt werden und man sie nicht erst installieren oder konfigurieren muss. Also das Ganze funktioniert so, man meldet sich erstmal in diesem Netzwerk an, einfach verbinden mit dem WLAN und natürlich das Passwort eingeben und dann bekommt man so ein sogenanntes IO Security Setup Portal.
Das ist, kann man sich so vorstellen wie bei einem Hotspot, diese Captive Portals. Und da kann man dann zwischen drei Optionen auswählen, beziehungsweise mehrere Optionen anwählen. Und die werden dann über eine Datenbank mit der MAC-Adresse verknüpft. Aber wenn es jemand was nicht sagt, ist es jetzt nicht so wichtig. Es muss man nicht ganz verstehen. Also mal zur genaueren Erklärung. Wir haben diese drei Optionen. Einmal, dass man seinen gesamten Traffic, also seine Daten über Tor, also ein Anonymisierungsnetzwerk, schickt und die sind dann auch immer verschlüsselt. Das hat den Vorteil, dass die nicht abgefangen werden können. Man kann natürlich auch unverschlüsselte Verbindungen, wie zum Beispiel jetzt nicht HTTPS gesicherte Verbindungen, einfach blockieren. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn man eine Verbindung hat, die standardmäßig nicht verschlüsselt werden kann, dass man die dann nicht aufbauen kann. Und letztendlich gibt es dann auch noch, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt, einen sogenannten Adblocker, mit dem man Werbung blockieren kann. An sich das Tolle daran ist, man nimmt seinen Pi, stellt ihn in sein Hotelzimmer und verbindet sich damit. Und die Leute von außen können dann nicht auf das interne Netzwerk, sondern theoretisch nur auf den Pi, der aber sehr gut abgesichert ist, zugreifen. Und so hat man schon durch den Pi nochmal so eine Art Firewall oder NAT. Okay, also diese Leistungen bewirken, dass erstens Malware auf ihren Geräten nicht die Verschlüsselung beeinträchtigen kann, zweitens der Standort für die besuchten Webseiten nicht sichtbar ist, drittens Internetanbieter und Kriminelle weder besuchte Webseiten noch Passwörter protokollieren können, viertens unverschlüsselte und teilweise verschlüsselte Verbindungen nicht manipulierbar sind und letztens, dass nervige, aufdringliche Werbung blockiert wird. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Präsentation. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer sehr großen Gruppe, die hat ein Doppelprojekt gestartet mit dem Namen Elevator Madness. Kommt drauf, super. Diese Gruppe hat mit diversen Sensoren, einem neuronalen Netz und Computer Vision den Fahrstuhl des Verschwörhauses gehackt. So. Ja, Paul, ich starte. Doch. Scheiße. Wenn endlich mal ein Jugendhack-Projekt dieses Problem beseitigt, dass immer der Bildschirm falsch eingestellt ist, sie könnten die Industrie revolutionieren quasi. So. Das macht nichts, wir fangen einfach an. Also, hau rein. So, guten Tag, wir sind die Gruppe Elevator Madness. Dadurch, dass wir so eine Riesengruppe sind, die übrigens besteht aus Peter, Leon, Joshua, Simon, Fabian, Henning, Moritz und meinerseits Paul, haben wir unser Projekt in zwei Teilgruppen gegliedert, nämlich zuerst die Fahrstuhl-Datenkrake. Diese generiert die Daten, die wir dann später analysieren können. Deswegen sind wir auch Team 1 von 2. Und genau, jetzt erstmal die Frage. Ja, das funktioniert doch. Welche Daten wir überhaupt generieren? Und zwar, wir generieren mit einer KI, dazu kommen wir später auch noch, wenn mal die Technik funktionieren würde, erstmal in welchem Stockwerk wir uns gerade überhaupt befinden, die aktuelle Fahrtrichtung und auch noch die Geschwindigkeit. Genau. Und jetzt kommen wir mal zur Hardware und zwar dazu rufe ich einmal, genau. Ja, wie haben wir das umgesetzt? Also hardware-seitig haben wir zuerst ganz viel 3D gedruckt. Das liegt daran, dass wir am Aufzug drüben im Verschwörhaus ein paar Dinge noch anbringen mussten, damit unsere Technik quasi funktioniert. Und das ist hier so ein Apparat. Also das ist ein Raspberry Pi, das ist so ein kleiner Ein-Platinen-Computer, ungefähr so groß. Und die passende Kamera dazu. Das ist alles in einem selbstmodifizierten 3D-gedruckten Gehäuse. Und dieses Gehäuse ist deshalb so spezial, weil ganz einfach dieses Gehäuse an der Decke des Fahrstuhls montiert wird, unmittelbar vor der Anzeige der Etage. Das heißt, mit der Kamera können wir Bilder von der Etagenanzeige bzw. der Fahrtrichtungsanzeige des Aufzugs machen.
ja, genau, so sieht es dann nochmal von der anderen Seite aus. Wir haben hier auch noch eine Powerbank, um quasi im Fahrstuhl auch genügend Energie für unseren Raspberry Pi zu haben. Gut, und weiter geht's mit Henning. Wir hatten auch ein paar Probleme, zum Beispiel der WLAN-Empfang ist in einem Fahrstuhl nicht unbedingt der beste. Wir haben einfach die Kamera genutzt, um zu erkennen, ob die Tür auf ist, weil dann geht's. Also dann ist der Empfang akzeptabel genug, um ein bisschen was rauszuhauen. Also, wer vorher das Bild mit dem, ja, wer das Bild mit dem Pfeil oder dem Stockwerk gesehen hat, wird sich vielleicht denken können, dass die Auswertung von sowas nicht so ganz einfach ist, weil sobald mal jemand in diesem Aufzug rumhüpft, was wir eventuell probiert haben, verschiebt sich eben das Bild und es ist dann an einer etwas anderen Stelle, was eben relativ schwierig zu umgehen ist. Deswegen haben wir ein neuronales Netzwerk, auch bekannt als KI, gebaut, wobei wir eben mit der Kamera des Raspberry Pis erstmal um die 60 Bilder geschossen haben, an die wir dann eben manuell rangeschrieben haben, was es gerade ist, also quasi Stockwerk U2 und der Pfeil zeigt nach oben. Und damit haben wir dann diesem Programm eben beigebracht, andere von diesen Pfeilen und eben Pfeilen und Stockwerken zu erkennen und die uns dann auszugeben, selbst wenn die Bilder noch nicht in dem Programm sind. Das Ganze lässt sich vergleichen mit dem Prozess, wie Informationen im menschlichen Gehirn verarbeitet werden. Deswegen auch neuronales Netzwerk. Und wie das funktioniert, erzählt euch Simon. Genau, also wir haben das maschinelle Lernen benutzt, damit es flexibler ist, wie er gesagt hat. Und was wir genau wir benutzt haben, ist ein CNN, ein sogenanntes Convolutional Neural Network. Es klingt kompliziert, es ist es auch. Aber im Grunde ist es, so wie er gesagt hat, einfach nur, simuliert es einfach nur das Gehirn oder eher gesagt die Neuronen da drin. Ja, und wir haben deswegen das CNN benutzt, weil es sehr gut für die Bilderkennung und Verarbeitung genutzt werden kann. Und das kann man dadurch, weil es schnell lernt oder erkennt, wo sich relevante Daten befinden und was diese bedeuten. Genau, der Rest wird weggelassen, weil es einfach unwichtig ist. Das kann natürlich nicht alles auf einmal gemacht werden. Das heißt, es wird in mehreren Instanzen ausgeführt. Zuerst wird zum Beispiel Kanten erkannt in dem Bild, dann in dem nächsten werden Formen erkannt oder Linien und zum Schluss dann eben, ob der Pfeil nach oben oder unten zeigt oder welches Stockwerk eben angezeigt wird. Genau. Und dann geht es weiter jetzt, was wir mit diesen Daten gemacht haben, mit der nächsten Gruppe. Erstmal ein Applaus soweit für das erste Projekt des Teams. Ich glaube, liebe Eltern, liebe Erwachsene, liebe Verwandte, das ist eine Information, die Sie auch für sich mitnehmen können. Künstliche Intelligenz ist eigentlich ganz einfach. Man simuliert einfach nur das Gehirn. Beifragen wenden Sie sich an unsere super talentierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So, und jetzt kommen wir zur Frage. Jetzt haben wir auf wirklich intelligente Hightech-Art jede Menge Daten generiert. Und jetzt kommen wir zur Frage, was können wir mit den Daten jetzt anfangen? Und jetzt kommt auch der Punkt, wo wir wieder zu unserem Ansatz kommen, dass wir tatsächlich auch die Welt verbessern wollen, weil wir können wirklich nützliche Dinge mit diesen Daten tun, die uns nutzen, die der Umwelt nutzen. Und damit gebe ich das Wort zurück an die Teilnehmer. Genau, vielen Dank. Also, um unsere gesammelten Daten auszuwerten, haben wir erstmal eine Webseite aufgesetzt, die ihr hier gleich sehen werdet. Genau, also wir haben hier jetzt jede Menge Daten gesammelt, wann der Aufzug wo ist, in welche Richtung er fährt. Um diese gesammelten Daten dem Endnutzer zur Verfügung zu stellen, haben wir diese Grafik erstellt, damit ein Fahrgast zum Beispiel wissen kann, wann wo der Aufzug steht, um möglichst effizient damit fahren zu können. Zum Beispiel dann, dass man dann eine Pause vielleicht 5 Minuten früher anfängt, dass man dann wunderbar den Aufzug noch erwischt. Damit, das wäre natürlich auch eine gute Ausrede, um früher mit der Pause anzufangen. Dazu könnte man damit auch Strom sparen, weil man einfach weniger fahren muss. Und man kann damit anderen Leuten noch die Option geben, selber Projekte dazu zu machen, weil wir diese Daten dann im Sinn von Open Data auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Ich würde euch jetzt gerne erstmal diese Webseite kurz da vorstellen. Wir haben ganz oben haben wir unsere Grafik, wo gerade jetzt der Aufzug steht. Wie man sehen kann, ist er gerade im
ersten Obergeschoss. Und unten drunter seht ihr eine Tabelle mit ein paar Timestamps, wann der Fahrzug, Fahrstuhl, Entschuldigung, an welcher Stelle war. Unten drunter haben wir ein paar Informationen aufgeschrieben zu unserem Projekt im Allgemeinen. Wir haben unser Projekt kurz vorgestellt und wie genau der Raspberry Pi funktioniert, wie er aufgehängt ist. Das könnt ihr hier auf diesem Bild auch nochmal sehen. Und unten drunter haben wir als einen kleinen Gag einen kleinen Drucker noch aufbereitet, um ihn für unsere Zwecke zu benutzen. Und darüber erklärt euch jetzt mehr der Peter. Erstmal, jetzt wäre es sehr, sehr toll, wenn wir vielleicht diese Kamera da benutzen könnten, um das zu zeigen. Tut mir leid. Ja, also was nützt uns das Ganze Sinnvolle, wenn wir nicht auch irgendwie Spaß haben könnten? Ja. So, wie Sie sich wahrscheinlich alle jetzt gerade oder auch schon vorhin gefragt haben, wozu ist da eigentlich dieser Drucker? Ja, warum ist der da? Weil wir Spaß dran hatten und weil wir eine Challenge drin gesehen haben, den in Betrieb zu nehmen. Denn vor uns hat das anscheinend angeblich noch keiner geschafft. Was ist das eigentlich? Das ist ein Badge-System und es macht auch Quittungen für eine Fahrstuhlfahrt. So, unser Gag hier hat bestimmt auch den Teilnehmern von JugendTech sehr, sehr viel Spaß bereitet, denn wir haben eine API geschrieben, mit der wir theoretisch einfach im Webbrowser was eingeben können und dann auf das Drucken, das machen können und dann wird das ausgedruckt. Und das funktioniert echt perfekt. Genau. Wir haben natürlich daraus aus Quittungen gedruckt. Das hier sind natürlich keine Quittungen, leider. Aber genau, wir haben natürlich auch noch das Badge-System, was so eine Art Errungenschaften sind. Zum Beispiel kann man da den Party-Modus erreichen. Und zwar wäre das jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man das schön sehen kann. Egal, man sieht es nicht. Da steht drauf Party. Du befindest dich im Party-Modus. Du bist zweimal mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch das Gebäude gerast. Eigentlich sollte nun Musik angehen. Genau. Wir haben auch noch ganz viele Ideen, wie wir das Badge-System toll ausbauen könnten, zum Beispiel mit Marathon-, Fahrstuhlfahrer-Badges und einigem anderen. Und wir hatten auch noch eine Idee, das online auszubauen und dazu erzählt euch jetzt Joshua ein bisschen was. Genau, also wir wollen das Ganze in der Zukunft vielleicht noch weiter ausbauen mit einem NFC-Lesegerät. Da kann man entweder eine Karte oder sein Handy vorhalten. Und dann kann man damit das Ganze online auslesen. Da werden die ganzen Achievements online gespeichert und dann kann man die mit anderen Leuten vergleichen und entweder auf Twitter posten oder was auch immer man damit machen möchte. Des Weiteren wollten wir dann noch speichern, wie oft man hochgefahren ist, runtergefahren ist, welches Stockwerk man am häufigsten benutzt hat, in welchem Stockwerk man am häufigsten gewesen ist. Genau, das ist unsere Planung für die Zukunft, genau. Ja, ich hoffe, oder wir alle hoffen, dass Ihnen unser Projekt ein wenig Spaß bereitet hat und gefallen hat. Wir danken für die Aufmerksamkeit und Dankeschön, tschüss. Danke an Elevator Madness für dieses super tolle Riesenprojekt. Und wenn Sie nachher noch zum Verschwörhaus rüberkommen sollten, auf jeden Fall mal in den Fahrstuhl steigen. Die nächste Gruppe ist die Gruppe Eitopf und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe leider überhaupt keinen grünen Daumen und bei mir zu Hause überleben maximal Kakteen mit viel Glück. Und diese Gruppe hat sich überlegt, wie sie mir und allen anderen helfen kann und was man vielleicht tun könnte, damit die Pflanze uns Bescheid sagen kann, was sie gerade braucht. Viel Spaß! Hallo, also wir sind die Gruppe Eitopf und, okay, kommt gleich. Und kurz noch zu uns, also unser Team besteht einmal aus David, Achim,
Jetzt habe ich aus Versehen Jakob. Und ich habe gerade den Namen vergessen, weil ich etwas aufgeregt bin. Dann Jim und einen weiteren Namen, den ich vergessen habe. Es tut mir leid. Ja. Und Nico, so, tut mir leid. Und mir, ich bin Mirella, hallo. Okay, also wie unser Projekt schon heißt, also Eitopf, es geht um einen Blumentopf. Und unsere grobe Idee war, sozusagen die Kommunikation zwischen Pflanze und einem Menschen zu machen. Genau. Genau, also das haben wir damit geschafft, dass wir Sensoren eingebaut haben oder ja, die Pflanze halt mit Sensoren verbunden haben und die gibt uns dann jetzt sowohl Licht- als auch Feuchtigkeitswerte. Entschuldigung, also wir haben gerade ein kleines Problem bei unserer Präsentation. Okay, also jetzt wird sie abgefilmt. Okay, gut. Also hier könnt ihr nochmal sehen, also Eitopf. Und dann gebe ich gleich das Mikro weiter. Ja, genau. Also wir haben die Pflanze mit zwei Sensoren verbunden. Und zwar einem Wasser- und zwar einem Feuchtigkeits- und einem Lichtsensor. Und der teilt es dann halt die Feuchtigkeitswerte oder die Lichtwerte mit. Ja, was wir dafür verwendet haben, ist ein ESP und dazu dann noch ein Lichtsensor und ein Feuchtigkeitssensor, dann noch ein paar LEDs und ein Raspberry Pi und das Wichtigste, unsere Topfpflanze QWERTY, die unser Versuchsobjekt ist. Ja, und jetzt zum Feuchtigkeitssensor. Also der misst die Leitfähigkeit in der Erde. Und ja, der schaut dann, wie viel Wasser noch im Topf ist, damit man weiß, wann man gießen muss. Genau, und dann haben wir ja nur den Lichtsensor. Das ist eigentlich ein lichtempfindlicher Widerstand und der gibt uns dann einen analogen Lichtwert aus. So. Und wir haben noch den ESP verwendet, weil irgendwie müssen wir die Daten, die wo von den Sensoren kommen, auch übermitteln. Und der ESP, der ist ein Mikrocontroller, der hat einen Wi-Fi-Chip, was bedeutet, wir können wie ein Arduino arbeiten, aber trotzdem einfach Daten übermitteln. Ja. Ja, ist besser so. Und auf jeden Fall, ich war dann auch noch für das Backend zuständig, weil ich habe ein Python-Script geschrieben, das wo dann auch die Daten, die vom ESP reinkommen, an eine SQL-Datenbank weiterleitet, damit man dann die Daten einfach strukturiert zur Verfügung haben und weiter damit arbeiten können. Wir haben in das Backend auch integriert, dass wir per App Push-Notifications bekommen sollte, die mit if this then that, das kennen vielleicht ein paar, so dass wir dann auch am Handy Meldungen bekommen. Also außerdem können wir die Daten, die wir ermittelt haben, direkt über unsere Website abrufen. Und das in Echtzeit, weil es direkt auf die Website übertragen wird durch die Datenbank. Also das heißt, Sie können überall auf die Daten zugreifen. Genau. Okay. Und das haben wir jetzt live hier. Also ihr könnt das auf diesem Display anschauen. Also im Moment hat die Pflanze eine Feuchtigkeit von 58%. Und wenn wir jetzt beispielsweise den Sensor rausziehen würden. David, könntest du bitte ein bisschen... Okay. Müsste eigentlich nach einer kurzen Weile 0% dastehen. Du kannst wieder den Sensor reinmachen, weil später wird es nochmal weiter erklärt. Okay. Also das ist eben die Website und die läuft in Echtzeit ab. Wir haben außerdem noch ein Sprachinterface, das, man hat es vielleicht leise gehört, eine Warnung ausgibt, wenn die Pflanze zu wenig gegossen wird. Die Aussage IBIMS
1 Topf, bitte gib mir 1 Glas Wasser, lol, wird so lange wiederholt, bis die Pflanze gegossen wird. Genau. Also wir werden jetzt nochmal diesen Sensor anmachen, damit ihr das versteht. Also wir werden jetzt den Sensor rausnehmen, damit die Pflanze denkt, dass sie kein Wasser hat. Deswegen, genau. Bitte gib mir 1 Glas Wasser. Lol. Genau, und das läuft eben so lange, bis man es wieder entdeckt. Okay. Gut. Also. Ja, und dann sind eben die Push-Notifications auf dem Handy. Vielen Dank dafür, also für eure Aufmerksamkeit. Und sorry, dass es nicht so geklappt hat, wie es eigentlich sollte. Aber egal, das ist unser Projekt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die tolle Präsentation. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie den Trick kennen. Wenn Sie eine Büropflanze sicher umbringen wollen, müssen Sie erst 3 Wochen lang vergessen, sie zu gießen und sie dann in gut gemeinter Panik totgießen. Ich habe im Laufe meines Lebens auf diese Art bereits einen ganzen Urwald getötet. Der wartet jetzt im Jenseits auf mich. Ich brauche einen Eitopf. So. Ich fand das Projekt auch sehr schön, weil es Natur und Technik verbindet. Natur und Technik, beziehungsweise Naturwissenschaft und Technik werden ja oft in einem Atemzug genannt. Und man vergisst dann leicht, dass das oft auch ziemlich getrennte Welten sind mit ziemlich getrennten Communities, die gar nicht so viel voneinander wissen. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch ein Projekt haben, dass Naturwissenschaft und Technik miteinander verbindet. Und zwar kommen wir jetzt von der ganz kleinen Natur, von den Topfpflanzen zur ganz großen Natur, zu den Planetenbewegungen. Ich bin sehr froh, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon abgesehen haben, die Planeten unseres Sonnensystems zu verkabeln. Das hätten wir nicht bezahlen können. Aber sie haben sich was anderes ausgedacht, wie man zum Beispiel an der Schule astronomische Zusammenhänge ins Klassenzimmer holen kann. Und ich sehe, die Präsentation ist jetzt soweit. Alles klar, dann halte ich jetzt den Mund. Bühne frei für das Team My Little Planets. Also wir stellen das Projekt My Little Planet vor, eine Planetenbahnsimulation für den Schulunterricht. Stellen uns vor, Lehrer Müller möchte mit seiner Klasse die Keplerschen Gesetze durchnehmen, die beschreiben, wie sich Planeten um einen Zentralkörper bewegen und vom Astronomen Kepler in der frühen Neuzeit aufgrund von Daten, die in jahrzehntelangen Himmelsbeobachtungen gewonnen wurden, entdeckt wurden. Wie immer würde er das neue Thema gerne mit einem Experiment beginnen, das möglichst anschaulich ist. Aber in der Astronomie kann man natürlich keine Experimente machen. Und für jahrzehntelange Himmelsbeobachtungen ist im Schulunterricht keine Zeit. Daher steht er vor einem Problem. Ja, und deswegen haben wir eine Simulation entwickelt, die auf den wahren physikalischen Erkenntnissen basiert. Ja, wir sollten mir gleich hier die Simulation sehen. Jetzt sieht man hier unsere Simulation. Man sieht jetzt als erstes mal einen kleinen Körper um unsere Sonne kreisen. Unten rechts werden auch die Tage gezählt. Die laufen hier als schneller ab, damit man auch was sieht. Und jetzt haben wir einige coole Funktionen hier auch noch. Als erstes steht oben links Planetenauswahl. Dort ist eine Liste der Planeten und da wird man dann auf die Wikipedia-Seite weitergeleitet, damit man weitere Informationen bekommen kann zu diesem Planeten. Dann haben wir schon mal 2 verschiedene Simulationen programmiert. Wir können natürlich immer noch weitere hinzufügen. Wir haben einmal eine Simulation, wo man eben nur diese 2 Planeten hier sieht und einmal eine, wo unser ganzes Sonnensystem mit unseren 4 inneren Planeten dargestellt wird. Und man sieht ja auch, dass der Merkur, der jetzt fast einmal rumgelaufen ist um die Sonne, etwa eine Umlaufzeit von 85 Tagen hat, wie es auch in echt ist. Und das ist ganz cool. Und auch ansonsten, die Körper wirken immer gegeneinander auf sich ein. Und das stimmt alles mit den Gesetzen von Kepler,
überein. Gut. Gut, und da ja bekanntlich die PCs in der Schule nicht so ganz gut sind, haben wir das auch ein bisschen effizienter gestaltet, indem wir einen Button eingerichtet haben, mit dem wir die Grafik an- oder ausschalten können. So können dann auch die PCs in der Schule mithalten. Noch eine kurze Sache zu den Grafikbutton. Wie man hier jetzt auch schön sehen kann, die Planeten ziehen jetzt im zweiten Grafikmodus ihre Planetenbahn hinter sich her. Dennoch, unsere Simulation kann noch mehr. Unter anderem haben wir einen Pause-Button, der, es verwundert nicht, pausieren kann. Und wir haben einen Zurücksetzen-Button, mit dem wir alles wieder in die Originalsprache bringen können. Dennoch, der wohl beste Button, wie wir finden, ist der Körper-Einfügen-Button, mit dem wir in der Lage sind, Planeten, Sonnen, Kometen, alles Mögliche in Sonnensysteme schmeißen zu können. Das hier war jetzt nur eine sehr, sehr kleine Erde. Hier oben kann man mit diesen zwei Textfeldern die Masse einstellen des Planeten. Dann können wir einfach mal eine Sonnenmasse nehmen. Dann gehen wir mal auf unser normales Sonnensystem und wechseln mal noch die Grafik. Und da fliegt das gesamte Sonnensystem auseinander. Doch es gibt noch einen Button, der nicht vergessen werden darf, der Credit-Button. Gut, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir ganz viele Klicks auf unserer Webseite bekommen. Ja, vielen Dank auch von euch, von uns. Steht es denn online? Kann man sich das angucken irgendwo? Ja, wo denn? Das habt ihr nicht erzählt. Sag doch mal noch schnell. Ach, das kommt noch. Okay, dann werden wir das bekannt geben. Es ist auf GitHub. Findet man unter My Little Planets direkt. Ja? Perfekt. Dann alle mal suchen und unbedingt mal anschauen. Vielen Dank für eure tolle Visualisierung. Und wir bleiben gleich im Klassenzimmer. Wer nicht mehr in die Schule geht, den würde ich jetzt mal kurz bitten, sich mal ein bisschen geistig so zurückzuversetzen in seine Schulzeit. Es waren ja irgendwie immer so zwei Momente, die man hat. Entweder man war total gelangweilt, man hat es schon vor einer halben Stunde verstanden, was der Lehrer jetzt gerade zum 20. Mal irgendwie jemand versucht zu erklären. Oder man ist genau der, der diese 20. Erklärung gerade noch braucht und irgendwie panisch versucht, von seinem Nachbarn irgendwie Informationen abzugreifen, weil man irgendwie voll vercheckt hat mitzuschreiben und gar nicht verstanden hat, was hier gerade abläuft. Darum geht's im nächsten Projekt. Ihr hängt schon dran, perfekt. Viel Spaß mit LAS, Lehrer as a Service. Unser Projekt heißt LAS und LAS ist kurz für Lehrer as a Service. Das Projekt soll es ermöglichen, Unterricht mit Hilfe von Internet und Computern aus der Schule nach Hause auszulagern. Man kennt die Situation, man sitzt in einer Doppelstunde, langweilt sich die ganze Zeit und zieht am Ende der Stunde das Fazit: Der Inhalt dieser Stunde hätte auch in eine E-Mail mit 3 Zeilen und einem PDF im Anhang passen können und ich hätte das Gleiche gelernt. Wir haben uns überlegt, wie man tatsächlich guten Unterricht, also nicht Unterricht, der in 3 Zeilen E-Mail passt, trotzdem nach Hause auslagern könnte und haben uns erstmal überlegt, welche Form des Unterrichts lassen sich überhaupt auslagern. Da wären zum einen Lerninhalte in verschiedener Form, zum Beispiel als Text oder Video, Arbeitsblätter, die online bearbeitet werden können und dann auch kontrolliert werden können, und sogar ein Austausch mit Mitschülern und Lehrern über einen Chat. Warum ist denn dieser Ansatz besser, als in der Schule zu sitzen? Der offensichtlichste Vorteil ist, es ist zeitsouverän. Ich kann mir zu großen Teilen aussuchen, wann ich aufstehen will und meine Aufgaben machen. Es ist für starke Schüler ein Vorteil, weil sie sich die Aufgaben in der Zeit angucken oder die derzeit erledigen können, die sie brauchen und sich dann entweder weiter mit der Materie beschäftigen können oder was anderes tun. Und schwache Schüler werden nicht von den anderen Schülern gehetzt und können sich genau die Zeit nehmen, die sie brauchen. Es ist bequemer, man kann sich seine Lernumgebung nach seinen Vorstellungen zu Hause einrichten.
und es ist vor allem inklusiv. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine körperliche Behinderung hat und eventuell nicht in den ersten Stock einer Schule kommen kann, aber die Möglichkeit hat, einen Computer zu bedienen, kann er auch einfacher am Unterricht teilnehmen. Jetzt wollen wir eine Live-Demo unserer Webseite zeigen. Wir haben das mit Hilfe einer Webseite gemacht, weil wir die Einstiegshürde, um das Programm zu benutzen, möglichst niedrig halten wollten. Und hier sieht man, man kann sich entweder als Schüler oder als Lehrer einloggen. Hier haben wir uns jetzt als Lehrer eingeloggt und haben das halt hier übersichtlich gestaltet, dass es auch Lehrer bedienen können. Ein Lehrer kann jetzt hier einen Inhalt bereitstellen. Das geht momentan dadurch, dass man hier eine Datei hochlädt. Wir nehmen jetzt einfach eine Beispieldatei aus dem Informatikunterricht. Er wählt aus, für welche Klasse er diesen Inhalt bereitstellen kann, welches Fach das ist, und gibt eine kurze Beschreibung dazu an. Dann speichert er es und ab diesem Moment ist das für den Schüler einsehbar, der sich jetzt hier einloggen kann. Und er wählt seine Klasse aus und sieht das Beispiel und kann das somit bearbeiten. Genau, das wäre jetzt der Use Case, den wir hier in der Live-Demo zeigen wollten. Falls jemand Lust hat, weitere Funktionen zu integrieren, ich denke, die Möglichkeiten sind da auf jeden Fall noch da, kann er sich das Projekt auf GitHub angucken, einfach unter github.com/jugendhackt/LAS. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön auch für diese tolle Präsentation. Ich weiß nicht, ob Sie es auch rausgehört haben. Ich meinte, zwischen den Zeilen wären da die digitalen Fähigkeiten des Lehrpersonals kritisiert worden. Das ist nicht nur Gemaule über das, was nicht gibt. Das ist positiv, das ist konstruktiv. Und der nächste Ansatz, der geht auch ein wenig in die Richtung. Und es ist vielleicht der noch kurzfristigere Ansatz, weil da braucht man den Lehrer gar nicht dazu. Beim nächsten Projekt geht es um ein Portal, wo Schüler Schülern helfen können. Das heißt, es funktioniert auch dann, wenn der Lehrer die Website nicht bedienen kann. Bühne frei für das nächste Team. Okay, also. Hi. Wir sind Too Cool for School und zwar haben wir eine Austauschplattform für Schüler, in denen sie Aufschriebe und Hausaufgaben untereinander austauschen können. Das hilft zum Beispiel, wenn man dann einmal krank war oder so, kann man sich die Aufschriebe seiner Mitschüler direkt aus dem Internet holen. Oder wenn man sich auf eine Klausur vorbereitet, die Lernzettel seiner Mitschüler ansehen. Wir haben jetzt es so gemacht, dass man Aufschriebe, Hausaufgaben und Referate hochladen kann, dass sich andere sie runterladen können und sie bearbeiten können oder halt nochmal damit lernen können. Außerdem ist alles digitalisiert und kategorisiert. Das heißt, man kann nach Lehrer, Fach und Schuljahr suchen und nach seiner Klasse. Und danach kann man den Download auch noch bewerten und kommentieren. Als Daten- und Techniken verwenden wir A, eine Webseite, um damit auf die Datenbank zuzugreifen und dass unser wichtigster Punkt die Suche geht, verwenden wir OCR. Das ist eine Variante, wo man aus Bildern Text erkennen kann, genauso aus PDFen und dadurch die Suche einfacher machen. Das heißt, wir sind auf dieser Webseite und wir haben uns bereits eingeloggt und wir können nun Dateien hochladen. Unter Hausaufgaben hochladen. Man führt da zum Beispiel, hat man jetzt ein Mathearbeitsblatt, was man mit seinen Kollegen teilen will. Das heißt, hier ist ein sehr tatkräftiger Schüler, der sich um seine Mitschüler kümmern kann. Und man kann den Fach, Lehrer, ob es ein Hausaufgaben ist, und so weiter hochladen und auch Notizen dazu machen. Diese allen Daten werden zur Auswertung benutzt, die man hier dann oben zur Suche benutzen kann. Die Sachen können hochgeladen werden.
was gerade nicht funktioniert. Aber theoretisch werden die dann im Hintergrund von einem Server oder vom Backend werden die von den Bildern die ganzen Daten abgeschrieben. Also man kann dann später die ganzen Sachen durchsuchen. In dem Fall haben wir jetzt das Arbeitsblatt oder in dem Fall die Mathehausaufgabe hochgeladen und man könnte natürlich das ganze Zeug jetzt abschreiben, aber Schüler haben nie dazu Lust. Und in dem Fall gibt es dann die Download-Funktion, mit der man dann in dem Fall als Beispiel das Matheblatt sich runterladen kann und dann ausdrucken kann zu Hause, um dort auch zu lernen. Und auch GFS oder alte Klausuren, um damit zu lernen für Klassenarbeiten. Was dann auch noch eine sehr gute Funktion ist, ist die Suchfunktion, weil man mit der jetzt als Beispiel suchen jetzt nach dem Blatt Mathe, wo wir dann zu einem weiteren Filter kommen, der dann uns nachfragt nach dem Schlagwort Mathe, welche Klasse wir sind, der User, wie wir heißen, Lehrer oder Datum, ob es sich um eine Hausaufgabe oder ob es sich um Notizen, Aufschriebe oder um was sich halt handelt. Und dann kann man halt auf Suche gehen und dann spuckt der theoretisch gesehen jetzt dann halt das Arbeitsblatt aus oder das je nachdem, was man sucht. Genau, und das war es dann auch schon von uns. Danke, vielen Dank für eure Präsentation. Ich vermute mal, dass die meisten hier entweder mit dem Bus oder der Bahn zur Schule oder zur Arbeit fahren. Und das ist eine Zeit, wo man ganz viele gute Sachen noch machen kann. Man kann ein bisschen Zeitung lesen, auch online. Man kann noch einen Film gucken. Vielleicht kann man auch noch Hausaufgaben austauschen. Mal schauen. Oder noch irgendwie Hausaufgaben in letzter Minute machen. Aber meiner Meinung nach kann man noch was viel Wichtigeres machen. Man kann da schlafen. Das Problem ist nur, wenn man einschläft, verpasst man meistens die Haltestelle oder den Ausstieg, den man eigentlich nehmen wollte und wacht dann eine halbe Stunde später auf, um entsetzt festzustellen, dass man jetzt wieder in die andere Richtung zurückfahren muss. Und um das zu verhindern, schauen wir uns jetzt den Pendlerwecker an. Viel Spaß. Ja, hallo, ich bin Freddy. Ich bin Jonas. Und ich bin auch der Jonas. Und wir stellen euch heute den Pendlerwecker vor. Kennen Sie nicht folgendes Szenario, wenn Sie zum Beispiel im Zug sitzen und eigentlich eine 2,5-stündige Fahrt haben und auch gern schlafen würden, aber dann Gefahr droht, dass Sie die Haltestelle verpassen? Oder wenn Sie morgens im Schulbus sitzen und dann irgendwie die Haltestelle verpassen, weil Sie komplett übermüdet sind und irgendwie eingenickt sind? Oder auch zum Beispiel in einem Buch vertieft seid und auch nicht die Haltestelle mitbekommt? Genau das Problem versuchen wir mit unserer Applikation für Android zu lösen. Genau. Wir haben dann also eine Grundidee gemacht und das war folgendes. Wir machen eine Android-App und diese erfasst ständig den Standort, also in bestimmten Zeitabständen des Benutzers. Anschließend wird die Entfernung zum Ziel, das der Nutzer vorher eingegeben hat, gemessen. Und wenn die Entfernung kleiner ist als ein eingegebener Radius, dann geht der Wecker los. Ich möchte jetzt natürlich noch unsere Android-App zeigen und dafür bräuchte ich die Kamera hier hinten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja. Also hier ist unsere selbstprogrammierte Pendlerwecker-App. Und wenn ich die jetzt öffne, kommen wir auf unseren Startscreen, wo man ein schlafendes Alpaka sehen kann. Und möchte ich jetzt unseren Zielort eingeben, drücke ich auf den Weiter-Button und anschließend auf Map. Dort wähle ich jetzt zum Beispiel den Ulmer Münster aus. Und gehe anschließend auf Bestätigen und habe jetzt die GPS-Koordinaten von diesem Ort eingetragen. Anschließend gehe ich noch den Abstand ein, ab welchem mich die App wecken soll. Da nehme ich jetzt einfach mal 100 Meter als Beispiel und auf Starten. Jetzt ist die App aktiviert und läuft im Hintergrund.
Da ich jetzt aber nicht bis zum Ulmer Münster laufen kann, habe ich mir eine GPS-Faker-App installiert und kann jetzt hier einstellen, an welchem Ort ich mich gerade befinde. Zum Beispiel nehme ich hier Neu-Ulm und sehe jetzt oben, ich bin noch 4100 Meter von meinem Zielort entfernt. Gehe ich jetzt aber direkt zum Ulmer Münster. Aktiviert sich der Wecker und gibt mir die Nachricht, du bist gleich da. Ich habe mich bei dem Projekt, der Laptop wieder, wenn es geht. Ich habe mich bei dem Projekt vor allem um die Oberfläche gekümmert, dabei vor allem um die Parametereinstellungen. Und dann habe ich mich noch darum gekümmert, dass die Daten, die dort eingegeben werden, ausgelesen werden. Ja, ich habe mich eher um den Startscreen, aber auch um App-Icon und Bilder gekümmert, sowie auch um andere kleine Sachen, diese dann die Fehler zu beheben. Ich habe mich hauptsächlich mit dem Background-Service der App beschäftigt. Das bedeutet, dass die GPS-Koordinaten vom Benutzer erfasst werden und eben mit dem Zielort abgeglichen. Ja, das war's von uns und wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank an das Team Pendlerwecker. So, und wir kommen zur letzten Präsentation und das ist ein Thema, das finde ich super, dass es bearbeitet wurde. Überlegen Sie mal kurz, was Sie denken, wie viele verzehrbare, genießbare Lebensmittel in Deutschland pro Jahr auf dem Müll landen. Ich habe es heute Vormittag recherchiert. Ich konnte die Zahl selber nicht glauben. Es sind pro Jahr in Deutschland 18 Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel, die auf dem Müll landen. Das ist erstmal ein ökologisches Problem und es hat natürlich auch eine soziale Komponente, weil es gibt eine Menge Menschen, die die zum Beispiel auf Tafelläden angewiesen sind, um sich überhaupt mit Nahrung versorgen zu können. Erklären Sie denen mal, warum man pro Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel wegwerfen muss. Und umso toller finde ich es, dass sich das Team Foodsharing Hub dieser Problematik angenommen hat. Und ich überlasse euch die Bühne. Also, hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt. Ich heiße Janek. Ich bin Leo. Und ich heiße Adrian. Wir haben uns mit dem Problem beschäftigt, dass jedes Jahr sehr viele Tonnen gutes Essen weggeworfen werden. Und man weiß, es ist Hunger in der Welt und es müsste eigentlich eine Möglichkeit geben, dieses Essen mit anderen Leuten zu teilen, wenn man es selbst nicht mehr haben will. Dazu haben wir uns eine sehr kreative Lösung überlegt, nämlich eine Art öffentlichen Schrank, der irgendwo in der Stadt positioniert wird. Und wenn man Essen selbst nicht mehr haben will, kann man das Essen dorthin bringen, das auf einer Webseite eintragen und andere Leute können sich das Essen dann einfach dort abholen. Die Zielgruppen könnten zum Beispiel Bäcker sein. Die müssen ja nach einem Tag, wenn das Brot etwas älter ist, es meistens wegwerfen, weil die Kunden es nicht mehr kaufen. Die könnten zum Beispiel das Brot, das eigentlich noch gut ist, in so einen Schrank bringen. Andere Leute, die das abholen, wären zum Beispiel Leute, die ein geringes Einkommen haben. Die Hardware ist eigentlich sehr einfach. Ein Raspberry Pi, ganz viel Holz und eine Power Source. Genau, die Software und die Umsetzung insgesamt ist so, da oben in dem obersten Teil ist ein Raspberry Pi, der eben ein WLAN-Netzwerk aufmacht, so dass man sich eben mit der Seite auch bloß verbinden kann, wenn man tatsächlich auch in der Nähe ist, so dass man in das System auch wirklich bloß was eintragen kann, wenn man vor Ort ist. Genau, und da läuft eben eine kleine Website drauf, geschrieben mit einem kleinen Python-Backend, das eben dann auch, dann Produkte mit einer Menge und auch einem Bild eingetragen werden können und eben auch entnommen werden können. Das zeigen wir jetzt gleich noch kurz. Ja, genau. Jetzt zu einer kurzen Live-Demo. Also das hier ist unsere Webseite. Leo, man sieht es nicht. Nee, warte mal.
Da ist sie. Also diese Webseite ist lokal auf unserem Raspberry Pi. Dort kann man dann zum Beispiel hier auf den Button Lebensmittel hinzufügen draufdrücken. Dort kann man jetzt als Produkt, in diesem Fall haben wir hier einen Apfel, eintragen und auch noch eine kurze Beschreibung eingeben, zum Beispiel, dass er frisch vom Aldi ist. Kann man noch ein Gewicht eintragen, damit man weiß, wie viel es ungefähr ist. Und man kann sogar ein Bild dazu machen, damit die Leute, die es abholen, wissen, wie gut das Ganze eben noch aussieht. Wenn man das Ganze dann gespeichert hat, dann gibt es noch einen anderen Button, auf dem steht Lebensmittel entnehmen. Dort kann man eintragen, wie viel man eben von dem Essen haben will. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt eine große Portion Joghurt da ist oder hier eine Packung mit Butterkeksen. Dann kann man da eintragen, dass man jetzt zum Beispiel 25 Gramm von den Butterkeksen nehmen will. Und wenn man das dann auf Nehmen drückt, dann kann man sich eben das rausnehmen und es wird dann automatisch synchronisiert. Und dann sehen alle anderen Leute sofort, dass, aha, jetzt sind nur noch 25 Gramm von den Butterkeksen da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir wollen nicht noch zeigen. Wir zeigen es jetzt nochmal kurz, auch wenn man jetzt was Neues eingefügt hat, dann leuchtet es kurz rot auf. Ja. Ja. Genau. Danke auch für diese Präsentation. Ich glaube, es ist angebracht, einfach nochmal allen Teams gemeinsam für diese Gesamtleistung, die sie jetzt hier zusammen an diesem Wochenende erbracht haben, nochmal einen donnernden Applaus zu spenden. Danke, ich finde es jedes Jahr super toll, was unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in kürzester Zeit zustande bringen. Es ist wahnsinnig toll, hier sein zu dürfen. Jukka und Stefan, darf ich euch das Wort wieder übergeben? Ich kann auch noch ein wenig rumhampeln hier. Das macht er gut, ne? Also vor dem Hintergrund, also ich meine, der hat so viel Talent und stattdessen macht er Lehre. Ja? Nee, riesengroßes Ding. Ich sage, also warum würde der Prof, der hätte doch eigentlich Radiomoderator werden können und Biene genauso. Einen riesengroßen Applaus nämlich für unser hervorragendes Moderatorenteam, die viel mehr zu den Projekten sagen konnten, als ich es jemals hätte sagen können. Biene und Hajo, bitte, einen Applaus und kommt nochmal her, ihr zwei. Verbeugt man sich dann jetzt so? Genau. Endlich mit gutem Personal arbeiten, da kann man alles delegieren, das ist großartig. So. Und jetzt auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle unsere Mentoren, unsere 15 Mentoren und unglaublich noch viel mehr Helfer. Kommt doch mal kurz nach vorne, ihr, die ihr da seid. All diese Menschen schlagen sich ein ganzes Wochenende um die Ohren, mit wenig Schlafen, mit Fragen beantworten, mit Last-Minute-technische Probleme lösen. Und ohne euch wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Eine Organisation reicht überhaupt nicht. Ihr seid wirklich, ja, ihr seid klasse.
Und ansonsten mag ich mich auch ganz dick bedanken bei unserem Berliner Team. Das ist zum einen der Robert, der irgendwo rumspringt. Ja. Ich weiß gerade nicht. Aber oh, wir haben ihn gefunden. Jetzt muss er vielleicht doch kurz auf die Bühne. Genau, und natürlich unser anderes Team, das in Berlin ist, unsere Medienpädagogen und unsere ganze Organisation, die heute nicht in Ulm mit dabei sein können, weil wir eben mittlerweile so viele tolle Jugendtags-Events haben. Also vielen, vielen Dank. Durch die Kamera. Durch die Kamera. Und apropos Kamera, ihr habt hier gesehen, da ist ordentlich Technik aufgefahren worden. Es gibt nämlich Leute, die haben Spaß dran, einfach jedes Mal so Videostreaming immer noch krasser zu machen. Und vor dem Hintergrund ein großes Dankeschön an das Video Operating Center des Chaos Computer Clubs, die das Videostreaming und auch die Live-Technik hier heute gemacht haben. Und an den JD, der hinten sitzt und den Ton und ein bisschen buntes Licht gemacht hat. So, jetzt bin ich nochmal da. Ich hoffe, ihr habt euch den dicksten Applaus noch aufgespart. Ich hoffe, die Handflächen tun noch nicht weh und ich hoffe, sie tun es in 5 Minuten. Weil der dickste Applaus fehlt nämlich noch für die beiden Menschen, die Jugendhakt überhaupt erst nach Ulm geholt haben, die es 2-mal bisher an der Uni durchgeführt haben, die es jetzt am Verschwörhaus durchführen, die sich nicht nur ein Wochenende lang, sondern Wochen und Monate lang die Nächte um die Ohren schlagen und die immer da sind und ohne die das ganze Projekt überhaupt nicht möglich wäre. Juliane, Juka Wesselowski und Stefan T. Kaufmann. Ja, der weiß schon, was er tut. Wir haben gerade überlegt, mit was wir jetzt unterbrechen können, damit wir das dann. Aber wir haben nichts mehr zu sagen. Wir sind einfach fertig. Wir sind wirklich fertig. Bitte seht uns auch nach. Also wir sind nahe für Fragen und so weiter ansprechbar. Und es bleibt nichts weiter zu sagen als danke, dass ihr alle da wart, weil ihr alle macht das Event hier und danke, dass ihr alle hier wart und angeschaut habt, was für tolle Sachen rausgekommen sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, zwar nicht aus einem Jahr, sondern wir werden ganz viel unterm Jahr machen oder in Halle oder in Berlin. Aber wir sehen uns. Danke. Ciao.